Weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott. Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Zigarette. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht im Kopf. Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? So hingenommen. Wir sollten zurück. Ja, und damit herzlich willkommen zu der allerersten Folge von The Last of Us Part 2. Ich habe mich ja schon etwas länger hier auf den Kanal nicht mehr gemeldet mit einem Video, aber jetzt in nächster Zeit habe ich wieder ein bisschen Bock bekommen, ein paar Videos zu machen, ein bisschen Let's Plays aufzunehmen und auch so in Sachen GTA wieder ein bisschen was zu machen. Bald kommt da ja auch die Definitive Edition raus. Und ja, ihr werdet meine Stimme jetzt auf jeden Fall wieder etwas öfter hören. Und wir starten mit The Last of Us Part 2. Unschwer zu erkennen. Ja, ich habe das Spiel so ein bisschen vor mir aufgeschoben. Eigentlich wollte ich es schon direkt nach Release spielen, aber ich habe jetzt halt... dann ist es irgendwie halt ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe halt ein paar andere Sachen gespielt. Und dann habe ich halt gesehen, dass es bei PlayStation Now drin ist. Und da kann man sich halt für einen Monat einfach für einen Zehner PlayStation Now holen und dann einfach das Spiel zocken. Und für einen Zehner... kann man da natürlich nicht Nein sagen bei dem Spiel hier.
Ich habe den ersten Teil ja auch schon gespielt und fand das so vom Storytelling her und generell von der ganzen Story her auch mega nice. Und leider sind halt durch die ganzen Leaks, die damals rumgehen, habe ich schon ein bisschen viel von der Story jetzt hier von The Last of Us Part 2 mitbekommen. Aber ich hoffe trotzdem noch auf die ein oder andere Überraschung. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt hier, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall merkt man auch direkt, dass die Animation beim Reiten, beziehungsweise das Gefühl vom Reiten auch schon wesentlich besser ist als im ersten Teil. Aber das ist auch nicht sonderlich schwer. Für Leute, die den ersten Teil gezockt haben, die wissen, was ich meine. Da war es eigentlich jetzt nicht, also das Reiten war da jetzt nicht so das Ding. Da sind halt eher andere Spiele wie Red Dead Redemption eher Vorreiter. Wortspiel waren jetzt nicht beabsichtigt, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt hier. Hier kommen wir auf jeden Fall schon zu unserem Fort an. Mal gucken, ob wir direkt auf Ellie treffen oder ob das noch ein bisschen dauert, bis wir auf sie treffen. Schauen wir mal. Moin, moin. Okay, das sieht aus wie unser Dörflein. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute, sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du ihr hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden ja, aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig.
Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Oh, wir können sogar selber spielen. Aha, okay. So spielen wir. Ich bin natürlich voll aus dem Rhythmus, weil ich auch gar nicht weiß, was das für ein Lied jetzt ist, was wir spielen, aber ich mache einfach mal. Hast du schön gemacht, Joel. Naja, gar nicht mal so übel. Nun, das ist doch schon was. Die gehört dir. Nein. Nein. Ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. The Last of Us, Part 2. Verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh.
Ich dachte, dass... Sie sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Hab dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Na, dann packen wir mal. Riecht okay. Genau, riecht okay, so kann man los. So, schauen wir mal, was wir hier zusammenpacken müssen. Okay. Genau, Jacke brauchen wir. Vielleicht noch eine Knarre oder so. Ja, da haben wir sie. So, dann wollen wir mal los. Mit unserem guten Ex-Freund. Beziehungsweise der Ex-Freund von Ellie. Okay, scheint so, als hätte ich noch hier irgendwas, was ich mitnehmen muss. Schauen wir nochmal rum. Hier im Bad vielleicht noch irgendwie. Zähne geputzt hat Ellie auch noch nicht. Ah, okay, ein Spiegel. Also im ersten Teil war es so, bei Last of Us, da hat der Spiegel in der ersten Mission noch funktioniert und danach das ganze Spiel über nicht mehr. Da müssen wir später auf jeden Fall nochmal drauf achten, ob da dann die Spiegel wieder funktionieren. Okay, aber nee, scheint, als hätten wir alles. Dann können wir los. Ach, Messer natürlich. Hey, ist Joel wach? Scheiße. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Kann losgehen, mein Freund. Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Hm. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Eher geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Ja, ist natürlich immer ganz geil, wenn die Charaktere sich nebenbei immer noch so ein bisschen unterhalten, aber so Let's Play-technisch will man natürlich nicht immer so dazwischen labern. Schauen wir mal, wie wir das in Zukunft hier hinbekommen. Aber wir werden das schon hinkriegen. Ist halt ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Ich muss erstmal wieder hier richtig reinkommen. Hey, in den Aal. Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Ich habe das Gefühl, er wird noch sterben. Weil so nette Charaktere, die sterben irgendwie immer in solchen Spielen oder in Filmen. Schauen wir mal. Oh, ein Hund. Hallo, Wauwau, na? Hey. Bist ja ein ganz feiner. Ja. Ja, lass dich kraulen. So. Gehen wir mal weiter hier. Hat ein bisschen was so von Western hier. Hi, Jesse. Die ganzen Saloons hier. Schon nice auf jeden Fall. So, Tipsy, Bison, okay. Gehen wir hier auch mal rein. Er ist aber auch überhaupt kein Gentleman, ne? Die ganzen Türen müssen wir aufmachen. Nein. Wo ist Maria? Hin. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak.
Danke, Seth. Ja, also... passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Ja, Ellie scheint auch so ein bisschen nachtragend zu sein, ne? Aber es passt natürlich auch gut in ihren Charakter. Ich weiß nicht, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig. Aber das Spiel ist echt schön geworden. Also das muss man schon sagen. Na klar. Manchmal ist das ja so, dass das eher so am Anfang des Spiels noch so aussieht und später dann immer so ein bisschen abnimmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das weiterhin so gut aussieht. Aber ich finde generell auch so Schnee in Videospielen sieht halt meistens immer gut aus. Also ich habe auch das Gefühl bei GTA 5, dass wenn es da halt online schneit, dass es da irgendwie grafisch wesentlich schöner aussieht. Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Musst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Oh oh, bisschen eifersüchtig scheint er wohl doch zu sein. Hey Dina! Können wir reden? Hey Leute, ich bin raus! Ach Mann, wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem, ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies. Warum? Weil ich schuld an dem Ganzen war. Und ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein oder so. Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten langsam los. Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit. Weil du feige bist? Nein. Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so. Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer. Oh, Scheiße. Ja, auch mal die kleinen Freunde des Lebens genießen, ne? So. Schau mal hier, den kleinen Bengel holen wir uns. So. Ja, nice. Oh. Jetzt hat er mich auch erwischt. Okay. Das kriegen wir aber hin. Ja, jetzt verstehe ich, aber die verstecken sich gut hier, die kleinen Knirpse. Aber ich finde das gut, dass man auch mal so die kleinen Freuden des Lebens hier genießen kann und es jetzt nicht direkt so von 0 auf 100 so direkt ernsthaft losgeht. Okay, wo ist der nächste? Hier, da ist einer. Oh, beide getroffen. Okay. Ja. Der war daneben. Oh shit, die Kids, die gewinnen noch. Ja, aber die sind ja auch natürlich so flink, die Kleinen, ne? Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Okay, einen noch, hier. Ja, jetzt haben wir den Kleinen. Na, wie war das? Hey! Wollt ihr noch mehr? Damit kommt ihr nicht davon! Ich glaube, den nehmen wir mal lieber weg da. Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Bin wohl selber schuld, was? Yep.
Anscheinend schon, ja. Was ich aber so ein bisschen hoffe hier bei dem Spiel ist, dass so dieses Drama, so dieses Beziehungsdrama, dass das jetzt nicht so überhand nimmt, sondern dass man halt eher so ein bisschen sich auf das Wesentliche konzentriert und nicht so direkt das Zwischenmenschliche, weil das Zwischenmenschliche, jetzt diese ganzen Beziehungskram jetzt hier zwischen den Leuten, interessiert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Aber mal gucken. Alles klar, weiter geht's. Schnappen wir uns mal ein Pferdchen hier. Und dann reiten wir los. Moin, Kollege. Also ich hoffe, er hat nicht zu mir braves Mädchen gesagt, ne? Wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Sehr schön, das brauchen wir. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Ja, sowas finde ich immer merkwürdig, solche Ansprachen. Es wirkt, finde ich, immer so ein bisschen unnatürlich. Ich meine, die wohnen da halt schon seit Jahren in diesem Dorf. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die jedes Mal, wenn sie das Dorf verlassen, so eine Ansage kriegen. Das finde ich halt so ein bisschen unrealistisch, aber ist natürlich so eher so für uns, jetzt für euch, die Zuschauer und für mich, derjenige, der spielt. Um da jetzt mit der Story so ein bisschen rum mitzukommen, natürlich, ne? Aber ich finde es halt immer so ein bisschen unauthentisch.